Oberösterreich heute. Guten Abend, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ostern 2020 werden wir nie vergessen. Überwiegend daheim wird es der Ostersonntag gefeiert. Endlich gelandet, Großraumjet bringt Schutzausrüstung aus Shanghai. Wünsche und Hoffnungen, berührende Osterwünsche der Religionen. Und morgen Wetterwechsel, Wolken und Regen. Für viele ist Ostern das schönste Großartiges Fest im Jahr. Haben Sie uns in den letzten Wochen geschickt. Vielen Dank für Ihre Mühe mit den Videos. Und bitte, wenn Sie aufgrund von Ausgangsbeschränkungen zu Hause musizieren oder außergewöhnliche Masken schneidern, dann laden Sie auch weiterhin kurze Filme davon auf unserer Homepage oe.of.at unter der Rubrik Videoreporter hoch. So wie diese. Wie geht es weiter für Sportvereine und den Spitzensport? Der Fahrplan des Sportministers kommt nächste Woche. Bundesliga-Tabellenführer LASK ist besonders daran interessiert. Der sportliche Architekt und LASK-Vizepräsident Jürgen Werner ist morgen um 9 Uhr in Radio Oberösterreich zu Gast. Er erzählt bei Ottmar Schrott über den Profisport in Zeiten von Corona, aber auch über seine eigene Karriere. Damit Ihnen frohe Ostern und gerade in Zeiten wie diesen gilt meine Empfehlung, machen Sie es sich auch einmal gemütlich.